Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Pet Simulator X und es gibt frohe neue Kunde, Leute. Nämlich hat Preston auf Twitter geleakt und zwar hat er coole Sachen geleakt. Ja, eine bisschen ältere Sache, die so schon seit 2-3 Tagen bekannt ist. Die andere Sache ist von Leaks schon bekannt, aber die Ausmaße, die es annimmt, sind jetzt erst bekannt und das ist wirklich cool. Aber ich würde sagen, Leute, bevor das Video beginnt, lasst ein Like und ein Abo da, weil nur 25% meiner Zuschauer machen wirklich meinen Kanal abonniert. Also ich würde mich über ein Abo sehr freuen. Jetzt packe ich erstmal hier meine Pets an die Truhe noch hin und dann zeige ich euch mal, was ich wirklich meine, weil das könnte wirklich big werden und Pet Simulator verändern. Es könnte Pet Simulator verändern sozusagen. Und zwar, wir gehen eine Sekunde schnell auf Twitter. Und zwar haben wir hier Twitter, Leute. Das hier ist Twitter, der Big Games Build Into Games Account, der offizielle. Und hier hat Preston einerseits, gehen wir mal zu der nicht so spannenden Kunde, die man vielleicht schon weiß, angekündigt. Coming next update, also im nächsten Update kommen Lootbags. Die werden irgendwo random spawnen, während du spielst. Und sie können Coins, Diamanten und sogar Boosts enthalten. Das ist wirklich stark. Und da steht auch, manche Lootbags haben einen Insane Reward. Die Frage ist, was ist diese Insane Reward? Geht es da vielleicht um irgendwelche Pets? Geht es da um mehrere Booster, viele Coins? Ich weiß nicht, was dieser Insane Reward sein soll. Steht da hier irgendwas in den Kommentaren, was dieser Insane Reward ist? Ich glaube nicht. Da beschweren sich nur Leute, dass sie irgendwelche Bugs haben oder gescammt werden oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls, das sind die Lootbags. Die sehen halt wirklich gar nicht so gut aus. Die sehen halt Real Talk nicht gut aus. Conny hat dazu ein Video gemacht, wie schlecht die aussehen. Und dazu noch ein Blender-Tutorial, weil ich ihn so sehr aufgeregt habe, dass die Lootbags so schlecht aussehen, dass er ein Video darüber gemacht hat. Ein alleiniges Video, wie schlecht die Lootbags sind und wie ihr das besser machen könnt. Also schaut da vorbei. Aber das war die kleinere Kunde, Leute. Die unspannendere kleinere Kunde, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Und zwar, der spannende Teil ist wirklich also coming next update. Also, kommt auch nächstes Update, die Bank. Man fragt sich jetzt erstmal, ja, was für eine Bank? Da kannst du halt deine Pets reinstecken, vielleicht so wie bei einer Pokémon-Bank. Es gab ja auch in den Pokémon-Spielen immer früher diese PCs, da konntest du deine Pets reinstecken, konntest sie dann wieder rausholen nach einer Zeit. Würde aber irgendwie nicht so viel Sinn machen, weil du hast ja dein Inventar dafür. Keine Ahnung. Aber hier steht, speichere hier deine wertvollsten Pets und auch Diamonds. Also du kannst Pets und Diamonds sogar hier reinpacken. Und du kannst deine Pets einfach über eine Bank mit Friends, also mit deinen Freunden teilen. Cross-Server, über Server. Du kannst einfach die reinlegen. Und der andere Typ, der vielleicht gerade auf seinem Privatserver chillt und gerade ein bisschen hier an der Küste rumfarmt, der kann sich jetzt einfach mal kurz das gönnen. Der gönnt sich mal ganz kurz dann diese Diamonds oder deine Pets. Und jetzt steht da hier noch was von Earn Interest Every Day on Diamonds. Ich weiß jetzt gar nicht, was genau er damit meint. Wenn ich das jetzt mal wörtlich übersetzen lasse, kommt da, verdienen sie täglich Zinsen auf Diamanten. Ach, Interest ist Zinsen. Oh. Oh. Okay, das ist stark. Du bekommst einfach für die Diamonds, zur Erklärung, du packst deine Diamonds rein und jeden Tag vermehrfachen sie sich. Das ist zwar nicht mehr realistisch, weil bei Banken, zumindest bei deutschen Banken, ist es so, du packst dein Geld rein und bekommst nichts, weil wir einen Nullzins haben. Und wenn du über 100.000 reinsteckst, bekommst du sogar noch Geld abgezogen. Aber da bekommst du einfach Geld dazu. So, und jetzt haben wir hier so ein Bild von so einer Bank. Und hier, ja, sind jetzt ein paar Cats drin, die 99 haben. Warum auch immer diese Cats 99 haben, wie das geht, keine Ahnung. Freue mich. Aber da, My Banks. Es gibt also 4 von 5 Banken. In 4 von 5 Banken kannst du drin sein, anscheinend. Es gibt deine Bank und du kannst in die Banken von anderen eingeladen werden. Hier, da in Whites. Du wirst da eingeladen in diese Banken zum Beispiel. Da unten haben wir die Diamonds. Hier, das Symbol ist wahrscheinlich einfach, dass du deine Pets entfernen kannst, also einfach rausnehmen kannst. Hier kannst du sie reinlegen, ganz normal suchen danach und es sind in dieser Bank 1200 Pets. Stell ich das mal vor, 1200 Pets könnt ihr da reinstoren. Und Preston hat ja auch gesagt, da in einem Tweet hat er ja auch gesagt, wo hat er das gesagt? Ich finde die Nachricht nicht mehr. Jedenfalls hat er gesagt, ja, nächstes Update ist eines meiner besten. Seid gespannt. Und Leute, die viel in der Pet Collection haben, also deren Pet Collection gefüllt ist, wie zum Beispiel meine Pet Collection, wenn wir uns das ganz kurz mal anschauen, wenn wir kurz jetzt mal auf meine Pet Collection gehen zum Beispiel, ich redeem auch meine Rewards, ja. Sie ist jetzt nicht mehr so gefühlt, wie sie mal war. Ich war ja mal bei 96% oder so. 97%. Aber jetzt sind wir bei 88%. Ich habe immer noch 728 Pets. Das ist eine stattliche Summe, gehe ich mal davon aus. Und es ist so, dass diese halt einen Bonus haben. Also ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, wie gefüllt deine Pet Collection ist, wie viel Pets du storen kannst in dieser Bank. Also es wird jetzt nicht 1:1 so sein, weil sonst könnte man niemals 1200 Pets da storen, weil die Maximalmenge, keine Ahnung, die wird so, was weiß ich, was ist die Maximalmenge? Wahrscheinlich so 800 Pets.
die man haben kann. Aber es hat wahrscheinlich mit dem Tier oder irgendwie irgendwas mit der Pet Collection wird es zu tun haben, wie viele Pets du wirklich dort storen kannst. Ah, und wir haben sogar schon jetzt wieder so einen Update-Counter hier am Brunnen, den habe ich noch gar nicht gesehen. Hier, 3 Tage, 8 Stunden, 40 Minuten und 7 Sekunden, oh mein Gott. Dann kommt das Update, Leute. Ich bin tatsächlich ein bisschen gehypt, weil es könnte auch wirklich sein, dass eine neue Region oder so dazu kommt. Von neuen Pets haben wir jetzt nicht viele Leaks. Ich habe jetzt hier dieses eine Bild, das kann ich euch einblenden. Da sehen wir so eine Katze mit einem Hut einfach und einer Sonnenbrille. Die gleiche nochmal in Goldversion. Und so ein Phönix, so einen blauen Phönix irgendwie mit einem Diadem auf dem Kopf. Der sieht ziemlich cool aus schon. Aber es sind halt nur 2 Pets, werden wahrscheinlich dann die Exclusive Pets oder so sein. Gehe ich mal davon aus, weil ich habe jetzt nichts von so neuen Pets gehört. Ich habe jetzt nur von dieser Bank gehört, aber nichts von neuen Pets irgendwie. Deswegen keine Ahnung. Aber jedenfalls, das war ja noch nicht alles, was Preston angekündigt hat. Nämlich hat er auf Twitter noch was geschrieben. Also es war schon so ziemlich alles. Aber er hat noch was dazu geschrieben, da... To clarify, wir lassen uns das jetzt einfach mal kurz übersetzen. Es hat ganz gut funktioniert. Zur Klarstellung. Sie können jeden zu ihrer Bank einladen. Du kannst jeden einladen, nicht nur deine Freunde. Und Freunde werden auch nicht automatisch eingeladen. Und du kannst jederzeit wieder jemanden kicken. Also es ist so, du kannst wirklich jeden hier einladen. Nicht nur deine Roblox-Freunde. Das wollte er gerade implizieren. Es geht nicht nur darum, dass du deine Roblox-Freunde hier einlädst, sondern du kannst jede Person, die du willst, hier einladen. Und du kannst sie natürlich auch wieder ausladen. Und deine Freunde können nicht automatisch darauf zugreifen. Und das ist auch sehr, sehr gut. Wenn deine Freunde automatisch darauf zugreifen würden, dann gäbe es bei mir wahrscheinlich so Leute wie Luis oder so, der hier dann da sitzen würde, denkt sich in seinem Dino-Kostüm, ey, das sind ja coole Pets. Lass die mal nehmen. Yeah, nice. Das ist das, was ich mir vorstellen könnte. Aber ich finde das wirklich gut. Ich habe ja schon vor einiger Zeit oder ein bisschen Zeit vorgeschlagen, dass man endlich irgendwie so ein Lock-System, du kannst deine Pets sperren, damit die zum Beispiel nicht Auto oder Aussehen hier gelöscht. Ja, da zum Beispiel. Ich könnte jetzt einfach auf Delete drücken. Ich will sie nicht löschen. So zum Beispiel. Toggle Delete, warte. So, genau. Ich hatte ja gerade schon ein bisschen Angst, dass ich die jetzt lösche, meine Exclusive Pets. Ja, damit du zum Beispiel einfach wertvolle Pets nicht löscht. Und dann würde ich halt meine Exclusive Pets immer hier reinpacken einfach. Da diese Chest Mimics sind halt vom Release einfach, die sind wirklich, wirklich wertvoll. Und die würde ich nicht gerne verlieren. Deswegen, sowas wären Pets, die ich einfach hier reinpacken würde. Und vielleicht, Leute, mit sehr, sehr viel Glück, könnte es sein, dass wir endlich neben diesen Equip Best Pets Button vielleicht mal einen Unequip All Button bekommen. Wir fordern es nur seit Monaten. Bis jetzt haben wir ihn leider noch nicht bekommen. Vielleicht in Zukunft mal. Wir werden sehen, was das Leben bringt. Wir werden sehen. Gerade sieht's aber nicht wirklich so aus danach. Leider. Aber ich würde sagen, das waren sogar schon die Leaks. Und wirklich, ich denke, dass diese Bank das Leben uns wirklich leichter machen könnte. Also diese Bank könnte uns das Leben so sehr leichter machen, weil wir einfach... Ich muss nicht immer zu Victor gehen, muss sagen, ja, ey, Victor, hast du schon dieses eine Dark Matter Pad? Nö, habe ich noch nicht. Komm mal auf meinen Server. Ah, nee, das geht nicht. Der ist ja wieder voll, weil ich gerade streame. Ey, Daniel, hast du noch dieses eine Pad? Ja, gib's wieder mal in 28 Jahren, wenn ich mal Bock hab. Nein, das ist so viel cooler. Das ist Real Talk cooler einfach. Wenn du das machst, du lädst einfach deine Leute in die Bank, setzt kurz deine Pets da rein, perfekt und passt, alles gut. So läuft das Leben. Also das ist wirklich cool, wenn das so funktioniert. Dann würde ich das sehr, sehr unterstützen. Aber ich würde dann auch jetzt schon wieder sagen, tatsächlich Leute, das war's mit dem Video, hätte ich gesagt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Lasst ein Like und ein Abo da. Schau noch hier oben irgendwo vorbei bei den Videos. Hier seins, keine Ahnung. Schaut vorbei, sind sicher ganz coole Videos, die euch gerade eingeblendet werden. Und wir sehen uns. Ciao.